willst du an? So, nachdem wir gestern gegammelt haben die ganze Zeit noch und Filme geguckt haben, sind wir jetzt wieder alle vereint. Und? Immer noch schwanger. Immer noch schwanger. Genau. Also da ändert sich so schnell nichts dran. Offensichtlich, das bleibt jetzt wie gesagt drin, hatten wir ja besprochen, zum 18. Was? Und wir haben nur einen Kaffee. Wie anderen schaffen, Tisch. Genau. Und das war die Kurzinfo zur Situation. Es wird wieder gefrühstückt und dann wieder, also jetzt kommt wieder was für Mama. Von der Mama. Wir essen tatsächlich zweimal am Tag. Mein Po, mein Po! Pass auf, dass mich fast hier gegen geschlagen. Mit dem Bauch. Mit dem Bauch dagegen geschlagen. Gib mir den Bauch her. Ich sehe keinen Po. Der Po ist weg. Der Po liegt da. Ich sehe keinen. Und Tisch. Was sind das denn so eine Blindschleichen? Oh, danke. Ja. Wir müssen heute noch auf den Geburtstag. Genau, und auf den Geburtstag. Von Nein, ich meine, Jonas hat Geburtstag. Ja, Jonas, ja, wir haben auf den Geburtstag. Außer das Baby kommt vorher noch, dann nicht. Und dann sehen wir ja mal. Jonas. Was denn? Außer das Baby kommt, dann gehen wir nicht. Ja, dann gehen wir woanders hin. Dann nicht ihr. Danke schön. Jonas. Ja, was? Beides ist toll. Beides ist toll. Wir haben mich heute hier nicht so eckig. Er ist dann so umgeknickt, ey. Umgeknickter Schaum. Umgeknickter Schaum auch, ja. Passt ja zu mir. Aber der andere ist gerade. Dankeschön, Moment. Wenn ich mal nicht danken lesen konnte. Kann sie. Wusstest du nicht? Nee. Okay, ich wäre so. Oh, der Junge geht doch da. Ich auch. Ich bin auch so weit. Ach ja. Zwei Generationen. Eigentlich drei. Ich hätte die Bindung schon. Okay. Ja, Mensch. Die Kinder waren im Kino. Schön. Oh. Die Kinder waren im Kino. Haben sich Aladdin angeguckt. Mit Andrea zusammen. Und wir gehen jetzt auf den Geburtstag alle zusammen. Die sind gerade zurückgekommen. Jetzt müssen wir schnell los. Und hier hat sie noch eine Karte gemacht. Das ist Tag 2, denke ich mal, freier. Oh, hintereinander. Ja, Achtung. So. Und ich habe sie Achtung. Gemacht. Kann ich vorne sitzen? Achtung. Ja. Vor der Party schon K.O. alle. Naja, wir haben ja schon einen halben Partytag. Da geht's ja jetzt erst richtig los. Zweijähriges wird gefeiert. Bei so einer Riesenfamilie kommt man aus dem Feiern ja nicht mehr raus. Feiern hier, feiern da. Wir haben ja allein schon dann bald 4 Geburtstage im Jahr. Genau, die Spielzeugknarren durch die Gegend und ballern sich gegenseitig ab. Unglaublich. Unglaublich. Tschüss. Wo waren wir jetzt? Beim Kindergeburtstag. Hast du das gefilmt? Wie war's? Kindergeburtstag. Hat euch gefallen, ja? Jetzt haben wir diese Ballons hier bekommen. Wow. Und diese Tüten. Wow. Ja, überhaupt nicht Tüten. Meine ist noch nicht ganz verklebt, also. Und nicht kaputt. Wir haben kleine Autos reingegangen. Schön. Dienstag früh ist es. Das Kind ist immer noch drin und brütet. Meine Frau brütet. Tja, wir lassen uns überraschen. Der Countdown läuft schon nicht mehr, weil erst einmal Termin. Ein Tag überfällig. Ab jetzt nur halt nicht mehr gut für die Mutter. Irgendwie. Ja, soll ich sagen, ich mache jetzt erstmal den Laden auf. Ganz normal. Da muss man ja nicht nebenbei stehen und so. Die braucht sowieso Ruhe, denn und soll sich mal schön ausruhen und konzentrieren. Und die sagt mir einfach Bescheid, wenn es losgeht, und dann fahren wir los.
Ja, ich bin im Laden, ne? Im Laden. Wir legen los. Ich bringe ein Rad raus, das war das Werkstattrad. Ansonsten nichts. Ja, wenn es heute losgeht, muss ich alles wieder schnell einpacken. Und dann müssen wir so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Boah, Lastenrad, wieder mal. Lastenrad-Defekt. Erster Kunde. So, jetzt Werkzeug und dann geht es los. Machen wir aus dem Lastenrad. Babu. Wie wir gelernt haben, heißt das Babu ausgesprochen. Nicht Curve, aber ein Babu E-Bike. Vorderrad. Allerdings hat das mit E-Bike dann nichts zu tun. Da tauschen wir jetzt den Schlauch. Also wer ein Babu E-Bike hat, darf sich jetzt dieses Video gerne anschauen. 20 Zoll Vorderräder hat das gute Stück. Reifenheber brauchen wir. Er Schlüssel brauchen wir. Da muss die Bremse ausgehangen werden und mehr eigentlich nicht tatsächlich. 20 Zoll Schlauch brauchen wir natürlich wieder und dann bauen wir alles wieder ein. Big. Wertefrei dazwischen und dann weiß ich, ob ich wieder in mein Geld komme. Aber dann. Und dann ist Zahltag, wa? Dann kriegt er richtig Geld. Ey. Die Geburtsdollar. Schön. So. Wir lösen die Verschraubung. Professionell ist anders. Ui. Meine Wichtig natürlich. Ist doch in Ordnung. Da freue ich mich sehr, dass ich kein Profi bin. Das ist eigentlich immer noch Potenzial zum Lernen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie doch auch noch was. Du bist noch so früh, mein Gehirn. Funktioniert noch nicht so schnell. Alles gut. Dafür bin ich ja da. Jawohl. Denkst du, du sprichst schon für mich? Ja. Auch ein Spaß. Ui! Ich dachte, ich muss bis zum gelben Pfeil hochpumpen. Und den platzt ja schon fast. Nee, ach, das ist, der ist beliebig verstellbar. Ja, super, okay. Also nicht, dass der. Nicht, dass der platzt, wollen wir nicht. Muss ein bisschen also schauen. 3 Bar ist doch schon okay, ne? 3 so. Bar sind okay, ja. 3,5. Weil der war vorher total platt. Ja, so ein bisschen Druck muss schon drin sein. Jo, und dann? Der Dennis lümmelt auch noch bei mir rum. Ach. Jo, und heute erst wieder nach Mühlheim. Dann schauen wir bestimmt nachher vorbei. Ja, mach das mal. So. Wenn ich nachher da bin, dann wisst ihr ja Bescheid. Könnte ja sein. Genau. Wir schauen sowieso nach dir. Oder Dennis. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag bis später. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. So, Bremse ausgehangen. Raus mit dem Rad. Jetzt hebeln wir den alten Reifen runter. Falsch rummontiert. Na, das ist natürlich. Ei, ei, ei.
ein Zentimeter Cut. Morgen. Die Bremse natürlich noch wieder einstellen, wenn wir sozusagen Spur einstellen. Eine Spur. Dann ja. Der Stammgast ist da. Passt ja zumindest schon mal das Marketing, wenn du so viel Stammkunden hast. Was, Spike? Das Marketing sparst du dir, wenn du viele Stammkunden hast. Ja, ja. Die Party-People von Berlin sorgen für Nachschub. Okay. Nehmen wir hier. Das war der letzte. Lange gehabt, einfach wie das andere. Um zu sagen können, genauso gut, aber schon auch schon sehr lang. Weil der war da schon drauf und im Internet, da ging es glaube ich jetzt zwar nicht genau um den, aber da habe ich gesehen, dass so Kontinent. Genauso viele gute Nutzerbewertungen wie Schweige und Gladbach. Das ist ja eine gute neue. So, Prost. Also das war der Schlauchwechsel beim Babu Big E-Bike E-Lastenrad Vorderrad mit Trommelbremse. Ja, also ging gut. Jetzt machen wir hier noch einen nächsten Schlauchwechsel. Meine Familie holt jetzt ab.
Hallo, Marlies. Jetzt mal passend auf dem Auto geholt. Kann ich den Schlüssel hier lassen oder soll ich ihn jetzt einstecken? Okay, ich fühle mich echt wie gerädert. Wieso? Weil ich so müde bin. Ich war die ganze Nacht wach. Ich war schon 12 Stunden. Naja. Ich wollte jetzt wieder die ganze Nacht wach war. Ganzen 12 Stunden. Du hast den ganzen Morgen geschlafen. Die ganzen 12 Stunden. Mama, ich bin noch am Morgen aufgewacht, weil es gerade so die Stunde hat. Hallo! Ja, ist gut. Und dann kannst du weiter schlafen. Genau. Okay, Tommy, ich geh mal los. Ja, ich weiß nicht, wie lange es da dauert. 10 Stunden. Dauert bestimmt eine Weile. 10 Stunden. Anuki? Guten Morgen. Morgen. Alles gut? Haben wir gut geschlafen? Ja. Na gut, dann unterstützt man Mama schön. Wenn was irgendwas ist, dann ruf mich an, ansonsten brauchen wir einfach, ja? Ja. Alles klar. Hat jetzt mein Telefon hier? Hier vorne liegt das Haustelefon. Sehr gut, genau, da musst du anrufen, ja? Okay. Endlich mal wieder ein Mountainbike-Klassiker hier. Sunset. Sunset. Prestige 870 DODXT. Und hier ist auch eigentlich alles noch original, bis auf das einer mal irgendwann hier vorne die Schaltbremskombi getauscht hat. Gott sei Dank nur auf der Seite. Na, schade, besser wäre das auch noch dran zu haben, das Originale. Jo, ist ein gutes Rad, was soll ich dazu sagen? Mit kompletter XT-Ausstattung eigentlich. 732, FHM 732, Schaltwerk. Umwerfer, Kurbel, Naben, Bremsen, Schaltbremskombi, leider nicht mehr komplett, aber geil. Ja, schönes Rad. Das bedarf etwas Überarbeitung. Ja, morgen geht's. Hallo, das geht so. Mhm. Mich wundern. Nehmen wir. Danke. Was weißt du? Auch einen alten Klassiker auf Vordermann bringen. Ja. Welches Baujahr denkst du? 94. Ja. Oder so. Ich denke 94. Mein erster Mountainbike hat nur 6. Ja. Es war. Das ist 80er Jahre, hä? 85. Ja, ja, ja. Aber sehr schwer. Klunkert. Ja. Wie heißt das? Das ist der Umwerfer. Umwerfer. Das ist das Schaltwerk. Schaltwerk. Warum? Schaltwerk. Umwerfer. Umwerfer. Okay. Schaltwerk. Very nice. Okay. Haben wir. Hallo. Hier bin ich. Oh, das ist aber sehr, sehr nett. Ein bisschen zu gut eingestellt. Na? Ja? Hallo. Hallo. Und? Alles gut. Ja.
das von meinem Eisbier kannst du auch noch haben. Ich wollte eigentlich Fisch holen, aber da kann man mit der EC-Karte zahlen, das haben wir weitergelaufen. Einmal Ente. Ja, ich muss noch mal grün oder was. Ja? War ja. Nicht so? Nee, ja, die ist mir zu. Ich mach mal. Setz dich mal hin an. Lass mal deine Hände sauber. Ich bin eingesperrt. Ja, CTG war eine Wehe zu sehen. Töne. Fruchtwasser war gut. Donnerstag soll ich wiederkommen. Genau. Und sie meint, du kommst nochmal. Nee, weil Dr. Greiner war heute da. Er hat mich ja nicht untersucht. Mein CTG fragt sie mich die ganze Zeit, wann das endlich fertig ist, ne? Also, wie lange müssen wir jetzt hier noch sitzen? Dauert halt 20 Minuten. Dann müssen wir sogar ein bisschen länger dranbleiben, weil sie eine Kleine eingeschlafen ist. Und die erstmal wieder wachrütteln mussten. Ja. Naja. Deswegen, also sie sagt es nicht, aber ich denke, es ist ein bisschen, nicht für sie. Ja, ist ein bisschen langweilig. Das Ganze. Hast du sie gesehen, Ultraschall? Nee, er hat nur nach dem Fruchtwasser geguckt. Wartezimmer voll mit Zigeunern und 20 Kindern. Dann stand ich dann da, kein Sitzplatz frei, weil überall Kinder und Männer saßen. Und dann hat eine Mutter ihr ein Kind hochgeschickt, sozusagen, dass er aufstehen soll, damit ich mich auch hinsetzen kann. Normal, oder? Naja, eigentlich hätten auch die Männer aufstehen können, ne? Finde ich. Die müssen da nicht alle mit sitzen, mit ihren 30 Kindern. Jetzt isst du doch noch was? Nein, so halt nicht. Eine Nudel. Ist ein Schlüssel. Ich werde Donnerstag einfach kommen. Ja, und warum warst du diesmal nie so intelligent? Wir sehen uns. Wir sind und munter. Und grüßen mir wirklich zu Hause, weil alle keucht und fleucht. Mach ich. Ja. Ja, Mensch, hören. Ja. Ja. Und die hören ist keine Beleidigung. Was für ein Ding? Gören, die gehören. Nee. Das ist keine Beleidigung. Ja, das ist ja klar. Alles gut. Ja, alles schick, und in der Zone wieder sagen. Alles schick. So, ich bin schon. Der Tag wird kommen, da wird er mich auch ganz gut leiden können. Ja, ja. Ist ja da. Ciao. Warte, warte. Nein, ich hab's nicht mehr. Ja. Cool. Bezahl zu dir. Nach Hause. Hast du kein Konto? Wieso? Ja, ein Kredit. Ja, Für was? Reifen.
Jetzt bringt das mal hoch, sonst ist es verloren. Marlies wird sich freuen. Oh, nicht schon wieder. Ja, wir haben hier ein paar Riesenbabys zu betreuen. Gucken. Gucken, was das ist hier. Feuerzeug? Zeug mit Feuerzeugen? Nee. Das wusste ich aber. Ja, mein. Nein, ich rauche nicht. Thorsten wundert sich hier. YouTube. Computer. 1 Euro. Feuerzeug 1 Euro? Feuerzeug? 1 Euro? Gut, 50 Cent eins. Für 50 Cent? Ja, vielleicht. Die ganze Packung? Eins. 1 Euro. Eins. Ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug, 1 Euro. 50 Cent, eins. Tja, ich sag mal so, in die Runde einen herzlichen Dank an denjenigen oder diejenigen, die uns die Feuerzeuge geschickt hat. Weil, wie gesagt, die gehen hier weg wie warme Semmeln. Da wird der Mika jetzt niemanden mehr auf der Straße nach Feuer anbetteln müssen. Eigentlich wird er trotzdem machen, weil er einfach den Kontakt mag. Aber müsste er nicht mehr. Ja, Dankeschön. Hier ist die Mama raus. Ja, ist er. Ja, siehst du, so, ja, genau. Hat was, ne? Ja. So. Andere Seite ist noch mehr hier. Die Seite war wohl nach oben gerichtet. Ja, schön. Ich habe mal geguckt, aber ich kann es nicht erkennen, was das wohl mal für einer war. Ach, das ist jetzt bloß nicht dran rumkratzen. Das muss eigentlich so eingeharzt werden, so wie es ist. Ja. Also das Lager muss raus. Natürlich muss er. Viel Spaß, ja. Ernst, genau. Ach, du meinst, da oben steht noch was? Nee. Hier ist die Gravur irgendwie. Ach so. Aber jetzt wisch nicht rum, weil das hängt ja eh nur da an einem. Mhm. Das passt ja auch. Ja, meinst du, das kommt noch? Die sind noch drinnen? Wann haben sie die rausgebuddelt? Ich weiß nicht, was da ist. Also wie lange lag der schon da? Ich habe noch heute Morgen gesehen. Ach so. Warst du mal ein, zwei Tage höchstens. Na, die stinken ja dann ordentlich erstmal. Ja, ein bisschen hoch. Vielleicht noch lüften, ne? Keine Ahnung, wie weit sie. Oder das ist jetzt schon das Gröbste weg. Warum willst du das rausnehmen? Der hält die Kamera falsch, ne? Du musst zu dir. Warum nicht die rausnehmen? Ja, schön. Warum willst du das rausnehmen? Weiß ich nicht. Aber unter Umständen muss es ja irgendwo festmachen. Ach nee, ist noch gut. Pedale dran und los geht's. Ja, aber es ist doch kein wahrscheinlich nicht sehr billiger. Also ich muss zugeben, der Geruch wird doch immer intensiver. Und nicht gerade an den. Boah, ist ja geil! Der sieht ja so leicht aus, erstmal, wenn man ihn da liegen sieht und dann kaum mit einem, naja, für mich halt kaum, mit einer Hand zu heben. Hat man schon, ne? Oh, kann man hören, was der wiegt. Und? Wie viel Kilo? Ist das ein Teenie? Nee, was ist das? Das ist sogar ein S, ne? Der rutscht schnell runter. Ja, und dann ist. Wir wollen eh putzen. Nee, die Pfundbüro abheben. Ein Stück. Wenn das Ding gleich in so einen Pfundrichter anmelden. Ja, willst du den Deckel anmelden, oder? Nein, nein.
Das ist schon geil, das ist eine Liege tatsächlich, wo man den natürlich, der wird noch richtig verwesen halt. Ja, das ist ein schöner Arsch. Das wird nur mit dem Arsch. Ja gut, Arsch. Ja. Ist Jugendfrei? Ja, der war Arsch jetzt Jugendfrei. Naja, weiß ja nicht. Geht ja schon. Das hier sehen wir doch einen schönen Arsch. Ich hab nur die Brust. Nur die Brust gesehen, was? Als wenn ich sowas machen würde. Wo sitze ich in dem Keller noch? Oh. Schau dann manchmal hoch und sehe dann doch. Ein Loch. Ich war ja auch im Souterrain in meinem ersten Laden und das war nicht selten, dass ich hinterher schon so eine Reaktion hatte. Immer wenn Schatten vorbeigegangen ist, kurz schnell gucken, ob ich irgendwas Nettes sehe. Und irgendwann habe ich das so genervt, habe ich mich gezwungen. Nicht zu gucken. Genau, meine Gewohnheit umzustrukturieren. Stark zu sein. Ein bisschen Gegenstrom gemacht und das hat dann auch funktioniert. Da tropfte tatsächlich noch Wasser raus. Ja, komm. Was willst du jetzt machen? Raus damit oder? Muss ja. Da hättest du ja noch ein Plätzchen. Du könntest Fenster dazu machen, oder? Nein. Wie sitzt du in meinem Keller noch? Das mal wegstellen hier, oder? Ja, das kann nach vorne so, das ist fertig. Der ist fertig. Der ist auch noch bis hier, ja? Ja. Bisschen Luft und dann viel mehr brauchst du gar nicht. Ich glaube, das Ding ist fertig. Ja, dann. Geilen Federeffekt, eine Bremse nur, du bist. Der Urban Jeep. Up a hill, down a mountain. Doch, ne? Immer noch. So, neue Zierde im Haus. Jawohl! Die Gabel steckt jetzt, oder? Steckt jetzt da draußen. So, zack. Ja, das wird bis nächste Jahrhundert so. Sind die Fenster auch von 1900? 1912. Was denn? 1912. Tatsächlich. Seitdem ohne den Hobby macht, jetzt habe ich zum ersten Mal versucht zu bewegen. Die ist ja auch hier, wie man sieht. Doch schon etwas älter, ja. Oh ja, geht ja mal. Hängt noch so vom Hals. Und bald geht's ganz, da vorne ist jemand. Ja? Seidenen voran. Ja, bis ja den nächsten Tag eintreffen, Mann. Mein Sohn oder das Baby? Mein Sohn oder das Baby? Das Baby, Mensch, nicht dein Sohn. Ja, dann müsste ja auch mein Sohn eintreffen. Ne? Ja. Ja, mal gucken. Lass mal überraschen. Vielleicht will er ja auch gar nicht arbeiten als Zweiradmechaniker, mein Sohn. Ich weiß es ja alles gar nicht. Ich würde ihm so gerne einen Laden in Friedrichshagen da aufmachen. Da würde ich ihn da drinstellen. Soll er mit dem Kunden Service machen. Und ich würde den Schrauber. Und den Schrauber, der könnte bei ihm arbeiten. Ne? Boah.
Raus hier in Hitze? Komm, wir hier raus jetzt. Ja, jetzt ist er raus. Das ist ja zu kalt hier. Feierabend, Marik. Feierabend. Schon wieder 10 nach 9. 11 nach 9. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, halt keine Ahnung, ob ich heute verbrauchbare Dinge irgendwie hier zum Zeigen habe für euch. Aber, oder hatte. Aber. Der Tag ist so um, irgendwie habe ich einen Rummi gekriegt. Morgen will ich versuchen hier, wenn morgen das Kind nicht kommt, heute Nacht noch, will ich versuchen hier dieses Rad mal zu schrotten. Also was heißt zu schrotten, halt zu zerlegen und den Rahmen muss man erstmal gucken, weil da ist überall Aluminiumfolie drauf, was das zu sagen hat, was man damit macht. Mal schauen. Gut. Also. War nicht so zu finden. Jetzt geht's mir wieder besser. Ich kann schlafen. Was halten wir denn von so 11 Monaten? Schwangerschaft. Ich frag das Baby. Ja, fragen wir mal. Weil Baby sagt so wenig. Ja, ich will nicht rauskommen. Nach 11 Stunden schlafen, was? Nee, gut. Sie schlafen heute noch zweimal, oder? Sich zweimal nicht. Ja. Dann gehen wir morgen in die Schule, das wisst ihr. Luki, denk dran, morgen Schule, früh aufstehen, kein Theater machen, anziehen und los, okay? Hör auf, pass auf da mit deinem Bild. Kasper kommt. Von der Fälle ist jetzt 2 Jahre bei mir. Wir sehen uns morgen wieder. Macht die gut, sagen Tommy und Marlies. Und Co. Genau. Also bis dann. Ciao.